Willkommen, Freunde, zu Aus dem Leben eines Diebes. Im letzten Part hatten wir uns vom Schmied einen sehr, sehr stabilen Dietrich herstellen lassen, nämlich aus Metall. Und damit können wir spezielle Truhen öffnen, wie zum Beispiel hier hoffentlich Adrians Truhe. Müssen wir sehen. Und ja, wir gucken jetzt einfach mal da rein. Machen wir direkt mal ein Quicksave. Verdammt, der Dietrich steckt fest. Der Dietrich steckt fest, okay. Adrians Kämpferliste, Wolfzahn und ein bisschen Gold. Ja, so wie es aussieht, haben wir jetzt ein bisschen Pech mit dem Dietrich. Nee, den habe ich immer noch da. Ich habe jetzt keine Ahnung, warum er gesagt hat, dass der Dietrich feststeckt. Zerbrochen scheint er nicht zu sein. Gut. Ich guck mal eben, was sich da aktualisiert hat. Moment, die ist ja gar nicht mehr da, die Quest. Erfüllte Mission da. Das Ganze hat sich gelohnt. Jetzt habe ich Adrians Gold und eine vollständige Liste seiner Kämpfer. Was man damit wohl anfangen kann, das wird sich zeigen, wenn wir uns das Ganze mal ein bisschen angucken. Adrians Kämpferliste. Ah ja, da hat sich wieder was aktualisiert. Alle momentan gemeldeten Kämpfer mit Einsatz und deren Kampfzeiten. Das ist ja interessant. Die werde ich auf jeden Fall erstmal behalten. Dann gucken wir mal, was sich aktualisiert hat. Erpressung ist, glaube ich, neu. Jetzt habe ich endlich die Liste mit allen Kämpfern in Adrians Arena. Ich könnte jetzt versuchen, die einzelnen Leute zu erpressen. Wenn sie nichts an mich zahlen, könnte ich schließlich ihren Kämpferplatz verraten. Adrian selbst und Gerard sollte ich wohl aber nicht versuchen zu erpressen. Das würde nur Ärger geben. Ist ja interessant. Dann haben wir noch 350 Gold. Ja. Damit sind wir wieder ein bisschen flüssig. Nicht schlecht. Direkt mal ein Quicksave drüber und dann sehen wir mal weiter. Können wir vielleicht mit Adrian darüber reden? Wahrscheinlich, ne? Nee, können wir nicht. Interessant. Gut. Dann schaue ich mir mal die Liste nochmal an. Man kann sich ja nicht alles merken. Fergus, Piero und Hanke. Hanke war, glaube ich, der Schmied. Brogan, Ortlof, Hauptmann Gerard, die sitzen alle oben. Fergus und Piero sind, glaube ich, irgendwo hier unten. Das war Camillo. Was macht der gute Sid? Der Verrückte. Der ist gerade nicht da. Oder der streunt irgendwo durch die Gegend. Ah ja, da vorne ist er ja. Spaziert so ganz gemütlich zu dieser Bank. Er hat auch erzählt, dass naja, komm. Da ist also Fergus. Komm, mal gucken, was er sagt, nachdem wir erstmal gespeichert haben. Ach du Scheiße. Hab mich schon gewundert, warum mein Ich konnte einige Fische fangen. Ja? Dann zeig mal her. Ja, oh, wir haben keine. Hat nämlich auch gesagt, dass du ordentlich eine geknallt hast. Ich habe die Liste von Adrians Kämpfern. Du solltest dir etwas einfallen lassen, wenn du nicht willst, dass deine Position öffentlich wird. Du kommst dir wohl schlau vor, du Klugscheißer, hä? Wenn du nur ein bisschen Grips in der Birne hättest, wüsstest du, dass Adrian jedem Neuling erzählt, dass ich der erste Kämpfer bin. Schließlich sollen alle den armen, schwächlichen Fischer Fergus unterschätzen. Ganz Remba weiß, dass ich der erste Kämpfer bin. Wenn du allerdings die Liste unbedingt loswerden willst, ich würde sie dir für 40 Gold abkaufen. 40 Gold? Das soll nur ein Scherz sein. Nimm das Angebot an oder lass es. Ich habe nichts zu verlieren. Aber die Liste würde mir einige Türen öffnen. Ja, nicht nur dir, auch uns. Geht's noch? 40 Gold. Na super. Na, wollen wir heute Abend doch mal Piero, wer war nochmal? Ach, Piero war, glaube ich, diese Wache.
Der sitzt ja auch irgendwo oben. Also im oberen Teil von Remba. Ja, allerdings. Dem traue ich alles zu. Gibt es eigentlich sonst noch was Neues? Ja. Da konnte ich mich gut erinnern. Wie kommt es, dass du auf der Kämpferliste von Adrian nur an zweiter Stelle stehst? Nein, du bist doch ein guter Kämpfer. Ja, da sind sicherlich viele überrascht, dass du so weit vorne in der Kämpferliste stehst und werden schnell von dir umgehauen. Du mieser Kerl, wo hast du die Liste her? Adrian hält sie doch immer geheim. Anscheinend nicht geheim genug. Was kannst du mir anbieten, damit ich die Liste und besonders deine Position nicht weitergebe? Ja. Du mieser Erpresser. Aber mach jetzt bloß keinen Scheiß. Ich denk doch mal zurück. Ich war es, der dich aus der Stadt gelassen hat. Was? Damit habe ich dir doch einen großen Gefallen getan. Ja klar, wir sind... Nach ewigen Betteln hast du mich rausgelassen, das stimmt. Aber bestimmt nicht aus guter Absicht. Oh ja, na gut. Aber, na gut. Aber ich habe nicht viel. Ich kann dir diese Suppe von Carina geben. Das muss reichen. Aber weh, du verrätst meine Position trotzdem. Ach, keine Angst. Spendable Gönner, wie du einer bist, da gehe ich nicht. Sonst noch? Nee, da ist nichts mehr. Dann gucken wir mal bei diesem Brogan, was er zu sagen hat. Brogan, mein Freund, wie geht es denn so? Geil! Wer hat dir denn heute wieder ins Gehirn geschissen? Ja, klar! Wer es war, weiß ich nicht. Aber ich weiß, was er gegessen hat. Ein Zettel, und auf dem stand, da stand tatsächlich Fergus, Piro, Hanke, Brogan. Was könnte das nur bedeuten? Ich fasse es nicht. Du mieser kleiner Penner hast tatsächlich Adrians Liste. Wie hast du das gemacht? Der Kerl hütet dieses Papier besser als seine Eier. Na, du musst ja wissen. Bleibt natürlich ein Berufsgeheimnis, woher ich die Liste habe. Viel wichtiger ist doch, was es dir wert ist, dass der Inhalt der Liste geheim bleibt. Ich lasse mich von dir nicht erpressen, du Würstchen. Erzähl ruhig allen, an welcher Stelle ich bin. Mit meinen Waffen besiege ich hier jeden dieser Schwächlinge. Aber pass mal auf, ich hätte die Liste selber gern. Du kannst dir sicher denken, warum. Also mache ich dir jetzt ein einmaliges Angebot. Ich habe hier einen Kampfstab. Solide Eiche, keine Wurmlöcher. Die Idioten hier sind alle zu ungeschickt, um das gute Stück führen zu können. Also kann ich ihn hier nicht verkaufen. Also, ich gebe ihn dir. Aber im Gegenzug erhalte ich die Liste und übernehme deine Position als Erpresser. Dem geht's wohl zu gut. Nein, interessiert mich nicht. Da plaudere ich lieber deine Position aus. Du miese Wanze! Von dir lasse ich mich nicht erpressen. Und jetzt zieh Leine. Ja, okay. Tagebucheintrag, mal gucken. Ja, Fergus ließ sich nicht erpressen. Piero konnte ich eine Suppe von Carina abknöpfen. Brogan ließ sich leider nicht erpressen. Naja, hätte ich mir eigentlich auch denken können. Dann, Das lässt sich aber nicht. Gerard gibt's ja noch. Oder Gerard. Ich finde Gerard besser. Ja, Gerard. Das stimmt schon. Aber dieser Betrüger will uns doch nur aus. Kann ich den nicht erpressen oder was ist hier los? Moment. Ja, ich frage mich, warum. Da ist doch die Liste. Ja, doch. Hauptmann Gerard. Ganz unten. Ja, gut, dann müssen wir noch zu Ortolf und Hanke. Gehen wir doch erstmal zu diesem Schmied. Der hat uns ja dabei geholfen, dass wir die Liste bekommen. Das ist der Knaller und jetzt wollen wir ihn auch erpressen. Das wird ja immer besser. Wenn man den ganzen Tag den Schmiedehammer schwingt, kriegt man sicher ordentlich Muskeln. Mit denen lässt es sich bestimmt ordentlich zuschlagen. Verdammt richtig. Und genau das kriegst du gleich zu spüren, wenn du mich weiter sinnlos nervst. Oh, ich plaudere nur so vor mich hin. Ich meine, an dritter Stelle auf Adrians Kämpferliste. Das bei deiner Kraft. Deine Schwertkunst ist nicht sonderlich ausgeprägt, oder? Wäre doch dumm, wenn das bald alle hier in der Stadt wüssten. Und selbst wenn ich auf dritter Stelle wäre, beweisen kannst du es nicht. Also zisch ab! Also wenn Adrians Liste mit den Kämpfern nicht genug ist, dann kann ich es tatsächlich nicht beweisen. Du verdammter Dieb! Was willst du?
Nun, ich bin mir sicher, dass mich einige Münzen dazu bringen könnten, deine Stelle auf der Liste für mich zu behalten. Du Mistkerl! Verdammter Erpresser! Geil. Aber, du brauchst doch nicht gleich ausfallen werden. Ist dir mein Schweigen nun was wert? Na, ich habe wirklich kein Gold übrig, was ich dir geben könnte. Aber hier, nimm mal ein bisschen von dem Zeug zum Schmieden. Was soll ich denn damit? Ein Hammer, ein paar Dietriche und etwas Stahl. Und wehe, du verrätst mich. Dann landest du nämlich als nächstes bei mir auf dem Amboss. Keine Angst, ich werde dich nicht verraten. Was auch immer ich mit dem Zeug soll, schmieden kann ich ja nicht. Dann verkauf es, leg es ins Regal oder verbrenn es. Aber verplapper dich ja nicht. Das finde ich ja mal eine geile Quest. Jetzt spielen wir mal die Erpresser, das ist ja echt interessant, ey. Wir knöpfen den Leuten hier die Sachen aus den Taschen. Das ist der Knaller, ehrlich. Oh Mann, ey. Das stimmt schon. Aber dieser Betrüger will uns. Ich kenne deine Position auf Adrians Kämpferliste und bin geneigt, diese Liste öffentlich zu machen. Was ist dir das kleine Geheimnis um deine Position wert? Pass gut auf. Ich zeige es dir. Er ist doch eigentlich ein guter Kampf. Oh! Mein Gott! Jetzt geht's zur Sache! Weg mit der Waffe! Schon. Na bitte, geht doch. Meine Güte. Mach ihn fertig. Mach ihn fertig. Wieso trifft er mich? Obwohl ich mich wehre. Mach ihn fertig. Verstehe ich nicht. Mach ihn fertig. Mach ihn fertig. Na mach schon. Zeig's ihm. Ah ja. Da ist eine Sperre eingebaut. Ich habe versucht, ein paar Mal, also mehrmals zu blocken, aber das scheint hier nicht zu funktionieren. Das geht hier irgendwie gar nicht. Also zwei, dreimal hintereinander zu blocken, hat nicht funktioniert. Also das bin ich auch so gewohnt, dass man das kann, aber das geht hier nicht. Er arbeitet auch, wie als wäre Elia persönlich hinter ihm her. Ich meine, er war jetzt nicht gerade der Stärkste, ne, dieser Autolf, aber ich hatte nicht die Möglichkeit, mich mehrmals zu wehren. Und? Was hältst du von meinem Angebot? Enthält durchaus schlagende Argumente. Vergiss am besten einfach, was ich gesagt habe. Hast du heute schon Carinas Suppe probiert? Sie schmeckt heute wieder einmal besonders gut. Auf Adrians Arena-Zettel steht auch Burgans Name drauf. Und er ist ganz scharf auf diese Liste. Das ist die perfekte Gelegenheit. Ich muss diese Liste unbedingt haben. Wenn du mit mir tauschst, kannst du sogar wählen, was du dafür haben willst. Das ist Musik in meinen Ohren. Was gibt es zur Auswahl? Entweder du nimmst dieses Wolfsmesser oder dieses Amulett der Lebenskraft. Tja. Ich denke, ich behalte die Liste lieber. Vielleicht male ich ein Bild auf die Rückseite. Oh Mann, du machst mich fertig. Hier, warte. Auf meiner Reise in den Süden hatte ich immer ein Kunstschwert dabei. Das gebe ich dir. Mein allerletztes Angebot. Kein Interesse. Dann verpiss dich und nimm deinen verdammten Zettel mit. Nö. Verdammt, da war ich wohl doch zu gierig. Ich habe es wohl einfach zu weit getrieben. Ortolf will die Liste nicht mehr haben. Naja, vielleicht kann ich mit der Liste noch irgendwas anderes anfangen. Aber was soll ich denn mit dem Kram, ne? Also ein Wolfsmesser habe ich, glaube ich, selber. Hier habe ich sogar Wolfszahn. Das macht auch immerhin 34 Schadenspunkte. Ein Amulett der Lebenskraft, ja. Wäre jetzt nicht schlecht gewesen, aber ob das jetzt wirklich so der Knaller ist, ist die andere Frage. Vielleicht kann mir ja... Nee, kann er nicht. Es wäre fast unmöglich, einen Teil des Schatzes zu stehlen. Okay. Das heißt, ich kann die Liste noch an Fergus verkaufen für 40 Gold. Oder eventuell nochmal mit Brogan sprechen. Mal sehen. Piero.
würde mal gerne wissen, warum. Dann gehe ich nochmal zur Hanke. Überraschend wäre es ja nicht. Ja, allerdings. Dem traue ich. Tja, da bleibt nur noch Fergus übrig. Gibt es eigentlich sonst noch was Neues? Ja, dann war Ortol wirklich die beste Option, die wir gerade eben vergeigt haben. Naja, ich denke, die Option bei Fergus werden wir noch eine Weile haben. Von daher denke ich, dass ich die Liste doch noch behalten werde. Prima. Ja, gut. Das hätten wir gemacht. Dann gucke ich mal, was als nächstes aktuell wäre für uns. Auf dem Turm im Hafen zu klettern, weil man von dort aus das Dach von Bonor überblicken kann. Welchen Turm meint er denn? Den da etwa? Jetzt habe ich doch Zugang hier, ne? Das heißt, ich kann raus oder rein oder wie auch immer. Nee, geht nicht. Doch, es geht. Keiner ist sauer, keiner sagt was. Da ist sehr wohl einer sauer. Soll ich sterben? Warum? Raus hier! Na warte, du dreckiger Dieb! Versuch nie wieder, mich zu bestehlen! Ja, okay, alles klar. Also, die sind dann doch ein bisschen sauer. Und das war irgendwie eine Art Schlüssel zur Kanalisation. Hey, du! Was schleichst du da rum? Raus hier! Wie der... Ja, mach, dass du wegkommst! Den Arm auf mich zeigt und dann... Das ist ja witzig. Schlüssel zur Kanalisation. Finger weg da! Seh ich dich doch noch. Ist ja interessant. Ist ja wirklich interessant. Wie kann er mich jetzt von draußen gesehen haben? Oh Mann, manchmal verstehe ich Gothic überhaupt nicht. Wirklich, Leute, ich verstehe das überhaupt nicht. Ergibt für mich einfach keinen Sinn. Hey, was hattest du denn da drin zu suchen, hä? Ich bin ja schon rausgegangen. Och komm. Jetzt hört mal auf zu stressen hier. Ich will ja nur ein bisschen stehlen. Bin ja ein Dieb. Dreh dich mal ein bisschen um. Hey du, was schleichst du da rum? Ja, mach, dass du wegkommst. Das hat geklappt. Speichern. Jetzt trainiert er wieder, ne? Boah, ist das fies! Finger weg da! Oh Mann! Ich versteh's nicht. Wie können die mich sehen, dass ich gerade... Muss ich nicht verstehen. Ja, mach, dass du wegkommst! Ich verstehe das echt nicht, wie das gehen soll. Ja, mach, dass du wegkommst. Okay. Zumindest habe ich jetzt den... Stopp! 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 Zur Kanalisation. Was?
Stirb, Mistkerl? Was ist mit dem los? Hier sind aber viele Truhen. Seid bitte alle offen. Natürlich nicht. Wir haben noch 16 Dietriche. Und 3 sind schon abgebrochen. Naja, die Ausbeute ist jetzt nicht so riesig, aber besser als nichts. Raus hier! Ja, okay. Mach, dass du wegkommst. Keine Ahnung, wie der mich jetzt schon wieder hier bemerkt hat, aber... Halt! Was ist? So ein Lump wie du kommt hier nicht hoch. Verzieh dich. Okay, da hat sich irgendwas bei Spionage aktualisiert, warum auch immer. Die Wachen lassen mich nicht auf die Stadtmauer, so komme ich nicht auf den Turm. Ich muss einen anderen Weg finden. Ich sollte erstmal Jasper davon berichten. Ja, dann gehen wir doch direkt mal zu Jasper. Hast du heute schon Carinas Suppe probiert? Sie schmeckt heute wieder einmal. Ah, das ärgert mich jetzt ein bisschen mit Ortolf. Wir hätten wirklich das Amulett nehmen sollen gegen die Liste. Naja, verkackt ist verkackt. Kann man nichts machen. Diese verdammten Wachen lassen mich nicht auf die Mauer. Daran habe ich gar nicht gedacht. Aber ich habe eine Idee. Du kannst doch klettern, oder Bursche? Nö, warum? Dann wird es Zeit, dass du es lernst. Du wirst auf die Mauer klettern müssen. Eine andere Möglichkeit gibt es nicht. Wie soll ich da hochkommen? Die Mauer ist mindestens 5 Meter hoch. Ich meine, ich kann zwar Hindernisse überwinden, aber ich bin deshalb keine Blutfliege. Pass auf, Bürschchen. Im 2. Stock meines Hauses habe ich eine Öffnung in meiner Wand. Ein Magier belegte diese Öffnung vor einigen Jahren mit einem Zauber. Da der Zauber allerdings nicht richtig funktionierte, habe ich die Öffnung einfach mit einigen Brettern vernagelt. Wenn du dich nicht allzu dumm anstellst, kannst du diese Bretter zertreten und durch die Öffnung auf das nächste Haus bringen. Von dort aus schaffst du es auf die Mauer. Und der Weg in den Turm sollte dann ein Kinderspiel sein. Geil! Auf der Mauer patrouillieren Wachen. Ja, die bringen dich um, wenn sie dich erwischen. Also pass verdammt nochmal auf und sei leise. Lass dich einfach nicht erwischen. Und wenn doch, wehe, du erwähnst meinen Namen. In Ordnung, ich mache es. Sehr gut, Bürschchen. Warte aber auf die Dunkelheit. Gut, also, dann haben wir hier neue Instruktionen. Ah ja, das sind wahrscheinlich diese Bretter hier. Oder? Habe ich mich da verguckt? Nee. Das müssen schon diese Bretter hier sein. Schön. Also, dann machen wir an dieser Stelle hier in der nächsten Folge weiter. Und ich danke euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.